Haben seine Löwen ein Kraftproblem? Diese Frage wird Daniel Birovka beim Pressegespräch vor dem Spiel gegen den VfR Aalen immer wieder gestellt. Denn häufig kassierte der TSV 1860 in dieser Saison späte Gegentreffer, welche die Mannschaft um den Sieg brachten. Das Ziel für die Auswärtspartie am Samstag ist deshalb klar: eine bessere Kräfteeinteilung und eine Defensive, die über 90 Minuten hinweg standhält. Ja, erst einmal stehe ich für einen speziellen Spielstil und den werde ich garantiert nicht ändern, weil ich will sehen, was auf dem Platz was passiert. Ich will, dass die Zuschauer, wenn es Entscheidungen gehen, dass sie da nicht ein Ballgeschiebe sehen, sondern dass da was los ist auf dem Platz. Das haben wir bis jetzt immer gezeigt. Es waren immer interessante und attraktive Spiele. Und dann, klar, ich will natürlich auch Spiele gewinnen. Und dass wir mehr Ballbesitzphasen brauchen, das ist auch klar. Und da müssen die Jungs einfach noch mehr trauen, Fußball zu spielen, ne? Weil die Lösungen haben sie. Aber einfach dann unter Stress dann auch die Lösungen abzurufen, das ist einfach der nächste Schritt jetzt. Aber viele Schwerpunkte, die wir gesetzt haben, haben wir super umgesetzt. Auch das Kontertor gegen Kiel war überragend rausgespielt. Und jetzt einfach noch zu versuchen, in einer oder anderen Phase ein bisschen ruhiger zu bleiben, den Stress nicht so in unser Spiel reinkommen zu lassen, sondern einfach dann kontrolliert das Spiel dann auch mit Ball. Ja. Zu forcieren. Nach 4 Spieltagen belegen die 60er Tabellenplatz 12. In den bisherigen Duellen hatte die Mannschaft zwar viele Torchancen, aber keine stabile Abwehr. Verlieren die Löwen auch in Aalen, droht sogar das Abrutschen in den Tabellenkeller. Ja, wir fahren hin, um das Spiel zu gewinnen und einfach die Sachen, die wir positiv gemacht haben, das einfach noch zu verstärken und das andere, ja, einfach zu schauen, dass wir 90 Minuten einfach noch gieriger verteidigen. Ja, Angstgegner gibt es für mich nicht, weil für mich geht jedes Spiel bei 0-0 los. Und ihre Stärken sind klar, das sind länger in der dritten Liga. Das ist eine Mannschaft, die sich etabliert hat, waren schon in der zweiten Bundesliga. Haben dann, glaube ich, mal finanzielle Probleme gehabt. Die haben sie jetzt beseitigt. Und von dem her einen guten Kader, finde ich, wirklich auch eine ordentliche Drittligamannschaft. Aber trotzdem, glaube ich, haben wir die Möglichkeiten, sie zu schlagen. Das Spiel gegen Aalen gilt somit als richtungsweisend. Schließlich haben die Löwen noch alles selbst in der Hand. In den letzten Tagen trainierte die Mannschaft unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das Geheimtraining zeigt, wie wichtig das Spiel für Birovka ist. Eins ist klar, ich versuche es immer sachlich zu sehen. Und wenn ich viele gute Sachen sehe, dann kann ich der Mannschaft auch in dem Moment jetzt nicht den Kopf abreißen. Also wenn ich eine Mannschaft habe, die leblos spielt, die leidenschaftslos spielt, wie sie die Gegner ergibt, dann werden sie mich auch mal von der anderen Seite kennenlernen. Aber das habe ich in keinem Spiel das Gefühl gehabt und dementsprechend versuche ich es immer sachlich dann aufzubrüsseln, weil jetzt auf die Mannschaft draufzuhauen, bringt gar nichts. Aussagen, die zeigen, wie sehr der Cheftrainer sich mit dem Giesinger Verein identifiziert. 60, für ihn eine zweite Heimat. Weil ich auch mich vor allem mit den Leuten identifizieren kann. Von der Tanja, von der Waschfrau bis zum Schorsch, vom Busfahrer. Und dementsprechend sehe ich mich in der Verantwortung, hier maximal auch für diese Leute alles rauszuholen. Nicht bloß für die Mannschaft, sondern auch gerade für diese Leute. Und das habe ich auch so in der Aalener Stadionheft gesagt und deswegen daraus ziehe ich meine extreme Motivation, vor allem auch, weil ich die Mannschaft sehr gerne mag. Ich mag die Jungs da, ich arbeite seit 3 Jahren teilweise mit Jungs zusammen. Das Maximale herausholen. Die nächste Möglichkeit dazu hat Daniel Birovka am Samstag.